Bist du bereit? Heute ist der große Tag. Ja, schon, aber ich bin total nervös. Kannst du denn das noch, was wir gestern geprobt haben? Naja, also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon. Oh, gut, das klingt schon mal gut. Also wenn einer wenigstens von uns sicher ist, dann wird das schon klappen. Na, wen haben wir denn da? Die beiden Loser vom Dienst mal wieder. Marvin und Jonas. Die Loser! Hey, ihr beiden Flachpfeifen, was habt ihr denn so vor? Was wollt ihr denn heute vorführen? Ach, Jungs, lasst uns einfach in Ruhe. Lasst euch einfach überraschen. Ohne Witz, ihr seid nur am Nerven. Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr wisst, was heute ansteht. Heute haben wir den großen Tag. Heute spülen wir in der Schule das Supertalent nach. Und dafür habt ihr alle eine bestimmte Sache vorbereitet. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr euch für heute ausgedacht habt. Boah, Marvin, guck mal hier. Hier sitzt nachher die Jury. Der Tisch ist ja total riesig. Oh ja, das sieht echt voll cool aus. Das wird bestimmt genauso wie in der Sendung. Und guck mal, die ganzen Kameras und Lichter. Oh Mann, das wird richtig professionell. Boah, guck mal hinter uns, da ist die Bühne, da kommen wir nachher raus. Oh ja. Boah, meinst du, ganz Playmobil City sieht die Sendung? Könnte sein. Das weiß ich gar nicht. Liebe Schülerinnen und Schüler, gleich beginnt endlich die Sendung. Gleich geht's los mit eurem großen Moment. Vorher möchte ich euch allerdings noch eine Sache sagen. Ich bitte euch, dass ihr erstmal alle in den Backstage-Bereich in diese Richtung kommt. Und dann könnt ihr nacheinander auf die Bühne kommen. Okay, wir müssen wohl noch ein bisschen warten, bis es weitergeht. Ja, also laut Zeitplan geht es so in 20 Minuten los. Okay, das heißt, wir müssen da noch durchhalten. Okay. Also, ich merke schon, dass ich ganz schön nervös werde. Wir können ja noch mal eben schnell proben. Wir haben ja noch genug Zeit. Liebe Schülerinnen und Schüler, macht euch bereit. Es geht nun mit der Sendung los. Ich muss jetzt an meinen Platz, denn ich sitze ja in der Jury. Ihr werdet nun gleich nacheinander aufgerufen und seid dann live auf Sendung. So, ein News Time. Die Sendung geht gleich los. Die Kamera geht an in 3, 2, 1, Action! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer großen Sendung, das Supertalent. Wir sind nun live auf Sendung von Playmobil City TV. Mein Name ist Herr Newsam und ich habe nun die Ehre, Sie durch diesen Abend zu begleiten. Und ich stelle Ihnen nun zuerst die Jury vor. Und wir haben nun drei Mitglieder in der Jury, die ich Ihnen nacheinander vorstelle. Wir haben hier Melanie Martmann auf der linken Seite, das Topmodel, das es geschafft hat, von Playmobil City aus berühmt zu werden. Und die wird nun ihre Meinung sagen, welche Künste sie als besonders talentiert sieht. Und in der Mitte haben wir Herr Decker, der Lehrer einer Schulklasse, dessen Kinder in dieser Sendung zu sehen sind. Und rechts haben wir noch den bekannten Bürgermeister von Playmobil City, der natürlich nicht fehlen darf in dieser Jury. Und nun haben wir den ersten Auftritt von einem gewissen Nils. Einmal bitte einen Nils auf die Bühne. Hallo, hallo, ich bin Nils, ich bin der beste Nils. Also, es geht los mit der großen Nils-Show. Also, ich bin eigentlich voll gut in der Schule, aber heute habe ich mir was anderes überlegt, denn ich bin auch voll lustig und ich werde heute drei Witze erzählen und da kann ich euch versprechen, da wird sich keiner auf den Sitzen halten können. Also, es geht los mit dem ersten Witz. Also, der erste Witz geht so. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Habt ihr den verstanden? Weil es Jäger sind. Und der zweite Witz geht so. Kennst du den Witz von Onkel Fritz? Der hat ein Fahrrad ohne Sitz. Weil ein Fahrrad hat ja nochmal einen Witz. Einen Sitz. Aber das hat gar keinen Sitz. Und das ist der Witz. Okay, und nun das große Finale. Mein bester Witz kommt natürlich zum Schluss. Und zwar geht er folgendermaßen. Wieder ein Fritz-Witz. Und er geht so. Fritzchen geht um die Ecke. Was fehlt? Der Witz. Denn da war gar kein Witz. Buh, runter von der Bühne. Buh. Okay, vielen Dank für diese unterhaltende Vorstellung. Also das war schon, also man hat gemerkt, dass du dir Mühe gegeben hast, witzig zu sein. Aber nun kommen wir zum Urteil der Jury. Dann sind wir jetzt mal gespannt, was die erste Jury-Person sagt. Nils, du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Das rechne ich dir hoch an, aber deine Witze waren nicht wichtig. Witzig, meine ich. Und ich, du kriegst von mir ein Nein.
Lieber Nils, du weißt, dass ich dich wirklich sehr schätze als fleißiger Schüler in meinem Matheunterricht. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich leider mich meiner Vorrednerin anschließen und zugeben, dass diese Witze wirklich nicht witzig waren, Nils. Tut mir leid, deswegen auch von mir ein Nein. Also diese Witze, die waren ja wirklich überhaupt nicht lustig. Also, da habe ich schon viel bessere Witze gehört. Und da hätte ja ich auch direkt drei Witze parat, die viel besser gewesen wären. Also, dass ich mir das hier als Bürgermeister antun muss. So schlechte Witze. Also, das ist wirklich unerhört. Also, nächster Gast bitte. Alles klar, das war wohl ein eindeutiges Urteil. Dreimal Nein spricht eine deutige Sprache. Und nun haben wir aber auch schon die nächste Vorstellung von einem gewissen Ronny. Ronny, einmal bitte auf die Bühne. Hey Leute, hi, ich bin Ronny, hallo, hi, hi, hallo. Hallo Ronny, aber bevor du anfängst mit deiner Vorstellung, erzähl mal, wer bist du und was machst du so, Ronny? Hi, also ich bin Ronny und ich werde heute für euch ein Lied auf meinem Klavier spielen. Aber der Clou ist es, ich werde alles rückwärts spielen. Also ich werde da nicht hingucken und alles hinter meinem Rücken machen. Also ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön, liebe Zuschauer. Das war's mit meinem Kunststück. Einmal bitte Applaus für diesen Auftritt von Ronny. Vielen Dank für den Auftritt. Und nun kommen wir zum Urteil der Jury. Oh mein Gott, ich liebe das Lied. Und du hast es wirklich wunderbar gemacht, Ronny. Ich bin echt fasziniert. Von mir kriegst du ein klares Ja. Also, ich habe mich gerade mit meinem Kollegen Herrn Ecker abgesprochen und wir sind beide ganz klar der Meinung, dass du es verdient hast, weiterzukommen, Ronny. Das war wirklich eine Spitzenleistung. Also, dreimal Ja von der Jury. Na, das ist doch auch wirklich eine ganz klare Sprache, die da gesprochen wird. Dreimal Ja von der Jury. Und nun kommen wir zum letzten Auftritt von Marvin und Jonas. Die beiden Jungs aber bitte auf die Bühne. Hallo. Hallo zusammen. Ich bin Marvin. Und ich bin der Jonas. Und wir haben was für euch vorbereitet. Wir werden nämlich heute eine Zaubershow für euch machen. Uiuiui, eine Zaubershow. Na, das klingt ja wirklich spektakulär. Also da bin ich dann wirklich gespannt. Dann Bühne frei für euch beide. Liebe Jury, wir haben hier eine Zauberdecke. Und mit dieser Zauberdecke werden wir heute was ganz, ganz, ganz Magisches machen. Die sieht nämlich aus wie eine ganz normale Decke. Aber in Wahrheit ist das eine Zauberdecke. Und nun fangen wir an mit unserem ersten Schritt. Für den ersten Schritt müssen wir nämlich, jetzt wo die Decke auf dem Boden liegt, Abracadabra sagen. Und zwar alle zusammen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Abracadabra. Ui, und wir sehen hier, da ist ein Hund herausgekommen. Huhu! Wahnsinn, also das war ja schon mal wirklich ein richtig krasser Trick. Aber geht das denn noch weiter oder war das der Trick? Nein, es geht doch natürlich weiter. Also, mein Kollege Marvin, wir werden den gleichen Trick aber normal machen, aber mit dem Hund. Also, aufgepasst. So, Marvin, kannst du einmal bitte die Decke wieder platzieren? Ja, ich bin gerade dabei. Okay. So, liebe Zuschauer und liebe Jury, jetzt heißt es wieder, den Zauberspruch aufzusagen auf 1, 2, 3. Okay, seid ihr alle bereit? Super. 1, 2, 3. Abracadabra. Liebe Jury, einmal bitte aufgepasst, denn das wird jetzt ein ganz krasses Erlebnis sein, wenn ich die Decke wegziehe. Passt mal bitte auf, was jetzt hier gleich steht. Auf 3. 1, 2, 3 und weg mit der Decke. Und plötzlich ist der Hund nicht mehr da, aber dafür ein ganz anderes Tier. Eine Möwe, ich fass es nicht. Das ist ja wirklich jetzt ein ganz anderes Tier. Oh, also ich habe ja schon viel gesehen als Bürgermeister von Playmobil City, aber das habe ich ja wirklich noch nie gesehen. Eine Möwe einfach herbeigezaubert und den süßen Hund verschwinden lassen. Also ich hoffe, der lebt noch, aber das denke ich schon. Also von mir gibt's auf jeden Fall ein Ja. Marvin und Jonas, also ich muss euch wirklich meinen Respekt ausdrücken. Also ihr könnt wirklich besser zaubern als Kopfrechnen. Und deswegen kriegt ihr auch von mir ein Ja. Wow, Marvin und Jonas, ihr seid wirklich ein Traumduo. Diese Zaubershow, die war so faszinierend. Also ich habe immer noch keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt. Also von mir kriegt ihr ein deutliches Ja und ihr seid definitiv im Recall. Hoffentlich sehen wir uns im Finale wieder. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's mit unserer großen Zaubersendung, mit unserer großen Sendung, das Supertalent. Ich verabschiede Sie in den Abend und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten zu Playmobil City. Bis dann!
Hey Leute, das war's leider schon wieder mit dem Video. Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!